Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einer weiteren Vorstellung eines meiner Online-Kurse, die es ja nur noch jetzt im März zu kaufen gibt. Und dann schließen wir diese Tür für immer und dann wird es diese Kurse nie wieder geben. Wer dazu nochmal alle Infos braucht, wer da den Anfang so ein bisschen verpasst hat, wieso, weshalb, warum ich das mache und was das auch mit mir macht, dem verlinke ich das Video nochmal unten in der Infobox. Und heute soll es um die Selbstliebe Masterclass gehen. Das ist eine Live-Aufzeichnung. Wir haben die Selbstliebe Masterclass sozusagen mal live gemacht, haben das Ganze aufgezeichnet und ihr könnt jetzt diese Aufzeichnung kaufen und anschauen. Warum sage ich wir? Das habe ich gemeinsam mit meiner Freundin Yvette gemacht. Von Yvette habe ich euch schon ganz viel erzählt. Yvette war bei diesem Projekt vor allen Dingen mit ihrer Expertise im Theta-Healing mit dabei. Und in dieser Selbstliebe Masterclass gibt es halt einen Teil von mir, wo ich über Selbstliebe spreche, wo ich euch Übungen für den Alltag mit an die Hand gebe. Und dann gibt es einen Teil von Yvette, wo sie eine Theta-Healing-Meditation für euch anleitet und ihr die nochmal hören könnt. Ihr könnt euch alles komplett herunterladen, also die Inhalte sind wesentlich länger für euch nochmal verfügbar. Und weil ihr ja aktuell gerade 50% auf alle Kurse spart, kostet euch die Selbstliebe Masterclass jetzt im März noch 15 Euro. Leute, 15 Euro, das tut schon ein bisschen weh, weil das so krasser, toller Input ist. Diese Theta Healing Meditation mache ich immer noch so gerne. Die ist so toll, man fühlt sich dabei so wundervoll. Und warum ist das Thema Selbstliebe so wichtig? Warum sollte sich das jeder einfach mal ansehen? Wir haben einfach irgendwann, wir kommen als Babys auf die Welt und wir finden uns perfekt. Und irgendwann hat jeder von uns angefangen, das einfach nicht mehr zu tun. Weil wir von ganz vielen Ecken gehört haben, dass wir eben nicht perfekt sind, ne? In der Schule, im Elternhaus, von Social Media. In unserem Fall war das damals noch nicht Social Media, aber es waren zumindest Zeitschriften, in denen man gesehen hat, wie Popstars aussehen. Und dann hat man in den Spiegel geguckt und hat gesehen, ah, da ist eine ganz große Differenz. Und schon gab es auch da wieder einen Knacks in der Selbstliebe. Dann hat man Erfahrung gemacht, dass einen auch nicht alle Menschen geliebt und gemocht haben, einen auch Menschen verlassen haben. Und dann hat man das natürlich auf sich selbst projiziert. Also es ist ganz logisch, dass im Laufe unseres Lebens unsere Selbstliebe extrem gelitten hat, weil wir als Kinder noch nicht gelernt haben, dem entgegenzuwirken. Das kann man heute mit seinen Kindern anders machen. Und deswegen dürfen wir heute als Erwachsene da einfach wieder ganz aktiv dran arbeiten, uns selbst zu akzeptieren, so wie wir sind, dahin zu kommen, zu sagen, so wie ich bin ich perfekt und richtig. So wie ich aussehe, so wie ich denke und handle und fühle. Und dass es nicht so gut bestellt ist um deine Selbstliebe, merkst du zum Beispiel daran, dass du dich oft vergleichst und dabei nicht so gut abschneidest, aber überhaupt, dass man dieses Akt des Vergleichens macht. Dass du oft an dir zweifelst, dass du oft an dir rummäkelst, an dem, was du tust, an dem, wie du aussiehst. Fehlende Selbstliebe erkennst du auch daran, dass du deine Gefühle nicht richtig gut fühlen kannst, weil du darin keine Sicherheit spüren kannst. Sicherheit auch in dir, auch das ist Selbstliebe, Sicherheit zu spüren, diese bedingungslose Liebe eben auch zu spüren. Also wenn du hart mit dir selbst ins Gericht gehst, auch wenn du in deinen Selbstgesprächen dich selbst oft verurteilst, wenn du auch in Beziehung mit anderen merkst, oh, dass du wenig Selbstvertrauen hast, wenig Selbstbewusstsein hast, dass du dich nach Gesprächen immer wieder, oh, hätte ich das sagen sollen, das hätte ich anders sagen sollen und das war nicht gut. Und immer wieder dich klein machst selbst. Dann sind das alles Zeichen dafür, dass du an deiner Selbstliebe arbeiten darfst. Und diese Masterclass bietet dir einfach so viele Übungen und Tools, die du wunderbar in deinen Alltag integrieren kannst. Das sind Tools, die ich vorstelle, die ich für mich nutze. Das ist diese wundervolle Theta Healing Meditation, die einfach so wertvoll ist und so schön ist. Und aktuell, wie gesagt, im März für 15 Euro, Leute, gönnt euch das. Für 15 Euro kriegst du nicht mal ein neues Paar Schuhe, vielleicht ein neues Buch und einen Blumenstrauß. Und diese Selbstliebe Masterclass ist aber so viel wertvoller als all das, was ich gerade aufgezählt habe. Also nimm mal diese 15 Euro in die Hand, tu dir noch
diesen Gefallen schenkt dir das noch jetzt im März und dann ist es Fujikato. Und ich weiß nicht, was danach kommen wird. Ich weiß nicht, in welche Richtung ich mich entwickeln werde. Und ich möchte jetzt den März wirklich noch nutzen, dass diese wirklich wundervollen Kurse, von denen ich immer noch überzeugt bin, dass die toll sind, sie aber einfach nicht mehr zu mir passen, noch so viele Mamas wie möglich unterstützen können. Deswegen tut mir hier auch bitte gerne den Gefallen, auch wenn ihr den Kurs nicht für euch kauft, hier einen Daumen nach oben geben, den Kanal abonnieren, dieses Video kommentieren, gerne zum Beispiel unter der Fragestellung, wie ihr eure Selbstliebe einschätzt, wie es darum bestellt ist, wie die sich vielleicht auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Und dann teilt dieses Video gerne mit Menschen, wenn ihr euch in letzter Zeit mit einer Freundin über das Thema Selbstliebe unterhalten habt und die gesagt hat, oh ja, ich würde da gerne mal irgendwie wieder was in die Richtung machen, macht ihr dieses Geschenk. Den Gutscheincode und den Link zur Selbstliebe Masterclass findet ihr alles unten in der Infobox. Solltet ihr sonst noch Fragen haben, schreibt mir gerne einen Kommentar oder kontaktiert mich per Instagram. Auch das ist unten in der Infobox verlinkt. Und dann präsentiere ich euch damit Nummer 2 der Kurse, die, von denen ich jetzt Abschied nehme, die gehen dürfen. Im gesamten März habt ihr noch die Möglichkeit, die Kurse zu kaufen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.